Jetzt haben wir wieder mal Reality Talkshow hier, du. Hier. Also, da war ich schon mal vor ein paar Jahren hier in der Stadt gewesen, mit meinem Hund damals hier. Bin da rumgelaufen, so, weißt du, hier. Und dann war im Park. Und da habe ich den einmal ohne Leine rumlaufen lassen. Und weil er ja so schön lieb war, der Hund, habe ich ihn auch so jetzt weitergenommen ohne die Leine, gell. Und dann waren wir so langsam, sind wir da durch die Gegend gelaufen, überall da, sind wir ein bisschen im Rotlichtviertel gelandet. Okay, ist kein Problem, gell. Und ich drehe mich um, da gucke ein bisschen durch die Gegend da, von einmal ist mein Hund weg. Hier, da gucke ich hier wie so ein Pläde hier, gell. Wo ist mein Hund, mein Hund, mein Hund hier, du? Ruf den als hier. Da laufe ich hier an so einem Puffding da vorbei. Da waren keine Türen drin irgendwie so. Gell? Da konntest du so durchlaufen da, so irgendwie so Stockwerke hoch. Ja, und da guckt er kurz da raus. Und ich, da ist er. Hinterher, fort war er, gell? Hier, da konnte ich da die ganze Stockwerke, das waren glaube ich Zippel hier irgendwie, und Zimmer für Zimmer konnte ich da abklappern. Und jede hat da so blöd geguckt und hat mich angelabert, jede. Die wollte alle, dass ich da reinkomme. Und dann, bei manchen war der Hund dann mal kurz drin und wieder draußen und Zerkus und ach, ein schöner Hund, ach süße Hund, willst du nicht mal reinkommen und bla bla, jede. Hier, also, das wünsche ich keinem. Also, deswegen ist es wichtig, dass man den Hund auch an die Leine nimmt, gell? Also das war der Wahnsinn hier, wie viele Zimmer es da gibt hier, so auf 7 Stockwerke. So. Und alle babbeln da rum, ja, ein schöner Hund, willst du nicht auch mal reinkommen, blablabla. Hier, also hier, mach's gut hier, bis demnächst, gell, ciao hier.